herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist der Roberto Raffaeli und wir sind da, man sieht es wirklich da, im Schulungszentrum Bitschwil im Thurgau. Roberto, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Danke vielmals. Der Roberto Raffaeli, du bist ja Ausbildungsleiter bei der Repapress AG und wir reden heute mal kurz über deine Entwicklung und dann, was du heute auch machst, und wir suchen dir da deine Nachfolge effektiv, weil du hast die Möglichkeit, die Geschäftsleitung von Peter Wespi zu übernehmen. Der ist der Geschäftsführer und Inhaber heute. Und ja, da freue ich mich auf das Gespräch mit dir heute an ein bisschen spezieller Ort da. Eben sehr schön in dem Ausbildungszentrum zu sein. Also vielen Dank auf die Einladung. Kannst du dich mal ganz kurz selber vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Roberto Raffaeli. Aufgewachsen bin ich im Limmatal. Und ja, die Möglichkeit gehabt, auch die Welt ein bisschen zu bereisen und so verschiedene Sachen zu sehen und mich dann irgendwann mal zu positionieren in dem, was wir jetzt heute werden anschauen. Okay, sehr, sehr gut. Wie hat das Ganze mal begonnen? Was hast du mal gelernt oder auch mal studiert ursprünglich? Ja. Ich komme von der Hölziger Seite. Hölziger, gut. Genau. Und habe dort die Möglichkeit gehabt, die Lehrlingsausbildung, also nachdem ich die Lehre gemacht habe, die Lehrlingsausbildung übernehmen im Betrieb. Ich war dann aber parallel auch noch Tauchlehrer gewesen. Hat nichts mit Holz zu tun und auch nichts mit Arbeit in der Höhe zu tun. Jawohl. Aber dort habe ich die Möglichkeit gehabt, Schüler ausbilden, eben im Bereich als Tauchlehrer. Und das hat sehr viel Spass gemacht. Es ist dann auch weitergegangen. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, für die Tauchausbildungsorganisation zu arbeiten und dort weltweit die ausbilden, die ausbildet, ja, die Instruktoren ausbildet. Wow, sehr schön. Das heisst, das ganze Thema Ausbildung ist natürlich bei dir einfach schon tief angelegt. Das heisst, du hast dort eine sehr intensive Erfahrung, aber in einem ganz anderen Bereich sozusagen. Das ist korrekt. Also ich bin aufgewachsen, wie gesagt, in der Ausbildung technische zuerst, ja, und dann nachher halt wirklich im tauchtechnischen, okay, Erwachsenenausbildung. Und, ja, und so bin ich dann nachher in dieser Breite immer weiter Richtung Absturzsicherung dann nachher reingekommen. Okay. Ist das vom Tauchen direkt zur Absturzsicherung gegangen oder hat es da eine Zwischenstation gegeben? Nein, durch das, dass ich bei der Tauchbranche international unterwegs war, bin, habe ich dann auch wieder etwas eher im internationalen Bereich gesucht, tatsächlich. Habe ich dann auch gefunden, und zwar in Kombination Holzbau, Schreinerarbeiten, international. Aber dann durch Familie und so weiter ist das Ganze mit der Reiserei dann irgendwann mal eher, ja, kompliziert worden, ich sag's mal so. Und darum ist es nachher schön gewesen, dass ich etwas auch finden konnte, wo immer noch mit Ausbildung zwar zu tun hat, technisch auch, aber halt eben jetzt in dem Bereich Absturzsicherung und Arbeitssicherheit. Okay. Was hat dich genau bewogen, zu der Repapress zu kommen? Ja, das ist so, dass ich den Inhaber von der Repapress, den Peter Wespi, schon vorher kennt habe. Jawohl. Wir haben schon früher die Möglichkeit gehabt, zum miteinander zu arbeiten, ein Projekt im Bereich vor allem Shop online umzusetzen, in der Befestigungstechnik dazu mal. Und so haben wir uns kennt. Und er hat dann immer mal wieder gesagt, hey Robi, ich habe da etwas Spannendes für dich, komm doch allenfalls zur Repapress und dann können wir dort miteinander etwas aufbauen. Und das hat dann auch so gepasst und dann haben wir uns gefunden. Super. Jetzt Repapress, warum heisst Repapress Repapress? Ja, also der Name selber hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir jetzt machen tun. Gross geworden ist Repapress in den 70er Jahren mit Autogürt. Also dazu mal hat man Sicherheitsgürt produziert und das ist mittels Pressverfahren gemacht worden. Okay. Ja, und dann nachher die Automobilindustrie hat dann nachher ihre Produkte nicht unbedingt mehr in der Schweiz produziert haben, sondern halt weiter weg. Und das ist dann der Grund gewesen, wieso das Repapress weggekommen ist, okay, von der Produktion von den Autogürt, aber weiterhin bei der Gürt geblieben ist, Absturzsicherung. Sehr, sehr gut. Und wie würdest du die Unternehmenskultur oder eure Unternehmenskultur beschreiben, eure Werte, euer Leitbild? Ja. Ich habe vorhin gesagt, in den 70er Jahren hat Repapress angefangen. Da geht es zur Sache. Okay? Ja, da geht es zur Sache. In den 70er Jahren hat Repapress angefangen, habe ich gesagt, und tönt nach vielen Jahren, aber die Tatsache ist, dass die neue Repapress, das müssen wir so definieren, 2.0, eigentlich noch nicht so alt ist. Das sind 4-5 Jahre, also sehr junges, dynamisches Umfeld, wo
die Möglichkeit gibt, um selber auch Sachen zu bewegen, Sachen zu kreieren, neue Sachen zu probieren auch. Und das ist auch Kultur, die wir pflegen können. Ja, okay. Und was machst jetzt du als Ausbildungsleiter genau? Ich sehe, da sind Leute fest am Klettern. Hoffentlich stürzen sie auch nicht ab, oder? Ja, und auch wenn, sind sie gesichert. Also von dem her ist das alles gut. Sehr, sehr gut. Nein, ja, wir sind da gerade so einen Kurs passiv am Begleiten. Und was wir machen können, ist die Leute ausbilden in der Arbeitssicherheit. Ja. Das geht von PSAGA über andere Möglichkeiten wie Sicherheitsnetz, Erste Hilfe und so weiter. Und da in Bütschwil haben wir ein Ausbildungszentrum. Und da tun wir etwa 1400 Leute im Jahr ausbilden im Bereich Arbeitssicherheit. Okay. Und der Job ist der, dass man das koordinieren muss, also mit den Arbeitgebern der Teilnehmer, unter anderem auch mit Behörden wie SUVA, Sicherheitsinstitutionen, kantonale Inspektorate etc. Okay. Und da ist, wie gesagt, die Koordination von den Ausbildungsthemen und Ausbildungsdaten und Instruktoren ist sicher ein grosser Teil davon. Ja, ja, okay. Und jetzt, was ist jetzt wichtig für den Nachfolger oder Nachfolgerin, je nachdem? Ne? Also ich denke, ganz wichtig ist sicher eine Selbstständigkeit wollen haben und auch mitzubringen, dass man sich selber kann organisieren. Dass man aber auch innovativ ist, also die Möglichkeit hat, etwas Neues in den Weg zu leiten und so zum Schluss zu bringen. Okay. Gleichzeitig aber auch irgendwo durch mit den Kunden können umgehen. Muss halt wirklich die Leute auch zum Teil dort herbringen, wo man es will haben am Schluss. Mhm. Also die Leute führen während diesen Kurs. Und halt auch mit den Mitarbeitern und Arbeitgebern dort durch die rechte Spagat können zu fangen. Okay. Und Ansprechpartner sind jetzt da die Kletterer da oder sind denn deine direkten Ansprechpartner? Die Ansprechpartner während der Kursteilnehmer, aber natürlich ein grosser Teil sind auch die Arbeitgeber, die dann nachher die Kurs- oder Kursteilnehmer anmelden tun, dass man dort dann entsprechende Daten finden kann, Ausweichsdaten, Prozess definieren tut. Oder aber auch Rückmeldungen kann geben, wenn irgendetwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Genau. Jetzt, was bringt der ideale Kandidat oder Kandidatin mit, um bei euch wirklich erfolgreich zu sein? Ja, also, ich glaube, wichtig ist das Verständnis für die Arbeitssicherheit und das Wollen in diesem Bereich tätig sein. Ein technischer Hintergrund ist sicher nützlich, einfach damit man das Verständnis hat für Kursteilnehmer. Oder zum Teil sind es Baumeister, dann können es aber wieder Leute sein, die vom Holzbau kommen, Facility Management, SPB, also ganz viele verschiedene Spektren. Also wenn man da ein gewisses technisches Background hat, dann hilft das bestimmt. Okay. Muss man Seilarbeiter sein? Nicht zwingend, in der ersten Phase, aber es muss sicher so sein, dass man gewisse Seilarbeit würde machen wollen, weil damit man dann auch Instruktor kann sein in diesem Bereich, braucht man gewisse Hintergrundkenntnisse und Ausbildung. Das heisst aber auch, dass man gewisse Möglichkeit haben muss, auf so einem Seil oder mit so einem Seil wirklich zu arbeiten. Das heisst, man muss auch körperlich fit sein, nehme ich mal. Das ist korrekt, ja. Okay. Das ist sicher mit der Grundvoraussetzung. Ja. Auch weil eben, man geht dann nachher ein bisschen Seilarbeit rein, damit man dann die Kurs kann durchführen. Und dort muss man dann halt schon eine gewisse Fitness mitbringen, zu können. Und ich glaube, Höhenangst kommt da auch nicht ganz gut, oder? Höhenangst ist sicher eher suboptimal. Also wenn man da ein bisschen höhentauglich ist, dann ist das sicher gut. Okay. Auf der anderen Seite, wir sehen da, wir haben da ca. 9 Meter Höhe. Ja. Das ist etwa die Höhe, die wir dann auch arbeiten während der Ausbildung. Also man muss nicht von Kranen aufsteigen oder das Hochhaus abseilen etc. Nehmen wir mal an, es fängt jetzt jemand an. Mit welcher Herausforderung wird man da konfrontiert gewesen, wenn man da jetzt anfängt bei euch? Also ich glaube, eine grosse Herausforderung ist ganz bestimmt eben das Koordinieren von den verschiedenen Kundenwünschen. Ja. Also Datum definieren, sicherstellen, dass halt die Personen dann nachher rechtzeitig am richtigen Ort sind. Also der organisatorische Aspekt. Mhm. Dann aber auch der administrative Aspekt, weil es gibt gleich Papiere, die ausgefüllt werden, Daten, die erfasst werden, Instruktoren, die eingeteilt werden, also all diese Arten von Sachen, unter Umständen auch Angebote, die geschrieben werden. Also ich sage mal, organisatorisch, administrativ ist sicher ein Vorteil. Okay. Was macht genau den Reiz aus, bei euch zu arbeiten? Oder warum sollte man zu euch kommen? Es ist einfach ein super offenes Umfeld. Man hat zu tun mit Personen, mit Leuten, die auch wieder von verschiedenen Feldern kommen. Man kann Sprachen einsetzen, man kann technische Kenntnisse einsetzen,
Man kann sich selber weiterbilden. Es ist nicht nur ein Instruktorjob als solches, sondern eben, man hat noch rundum strategische, konzeptionelle Aspekte. Man kann Marketing mit einbringen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Okay. Und es gibt Möglichkeiten, um sich da entfalten auf dieser Spielweise. Super. Du hast ja auch wirklich eine schöne Karriere schon gemacht bisher und es geht ja da entsprechend auch weiter. Hat es so irgendwann mal so Tipps gegeben, die du für dich selber mal integriert hast, wo du sagst, die würde ich eigentlich noch ganz gerne weitergeben? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wollen weiterzukommen. Mhm. Und RepoPress gibt die Chance, also von dem her haben wir die Möglichkeit. Aber es ist sicher nicht ein Job oder für jemanden, der stehen bleiben will. Und den Tipp habe auch ich bekommen dazu mal. Das funktioniert, wenn du weitermachen willst. Und sonst wird es irgendwann halt wirklich langweilig. Ja. Darum ganz, ganz wichtig, dass man Neues erkennen, Neues finden, Neues umsetzen. Und da die Begeisterung, die wir im Unternehmen haben, halt auch mitleben. Okay. Ist es wichtig, dass man da in der Region ist? Also da in der Ostschweiz, Thurgau? Oder kann jemand auch in Zürich oder Bern sein? Ja, also ich wohne jetzt außerhalb von Winterthur. Für mich ist das 35 Minuten bis zum Schulungszentrum. Unsere Büroräumlichkeiten sind in Amriswil. Aber man kann auch von daheim aus arbeiten. Okay. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich muss vor Ort wohnen. Ist sicher nicht falsch, wenn man in dieser Region ist. Aber es ist nicht eine Grundvoraussetzung. Okay. Wie oft muss man denn effektiv vor Ort sein? Und darauf an, wie oft sich die Person selber auch einteilen tut für einen Kurs. Dann wird er sicher vielleicht 2 Tage in der Woche da sein. Kann aber auch sein, dass er einen Tag da ist, einen Tag in Amriswil und vielleicht 3 Tage, ich sag mal, auf der Piste, um mit Kunden Kontakt zu pflegen und Akquise betreiben. Okay, sehr gut. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Gibt es noch etwas, was wir ergänzen müssten? Nein, ich glaube, was wir können ergänzen, ist, nochmal, es ist eine Aufgabe, die sehr weitläufig ist. Man muss begeisterungsfähig sein. Man muss auch wollen, zum Teil draussen arbeiten, vielleicht einmal, um etwas anzuschauen. Aber das Schöne und das Lässige ist nochmal, es ist ein junges Team, dynamisch. Ja. Und es gibt mit Sicherheit Sicherheit. So schön, wunderbar. Du weißt ja, wir führen da das Berufungszentrum in Zürich und da stellen wir den Kandidaten immer zur Frage, was ist denn deine Berufung, was ist deine Bestimmung? Was würdest du als dein Sinn vom Leben, oder deine Bestimmung sagen wollen? Ich glaube, mein Sinn ist, die Leute zu begeistern und für sie Problem lösen, ein Anhaltspunkt sein, genau, um ihnen helfen, ihre kleineren oder grösseren Probleme zu lösen. Gibt es auch irgendwelche, so, ich sag mal, Apps oder Programme oder Internetressourcen, wo du siehst, die sind jetzt auch in meinem Umfeld sehr hilfreich? Ja, also wir brauchen jetzt Profix-Firmen intern zum Beispiel. Das ist ein CRM-System, wo man halt eben Kundenerfassung, Überrechnungen etc. alles kann abwickeln, ist alles sehr einfach. Wir verwenden in der Ausbildung das Programm, das EduCert heisst. Das ermöglicht eine einfache Kundenerfassung für Kursteilnehmer. Also die können sich von extern erfassen. EduCert. EduCert? Ja. Okay. Das haben wir übrigens selber kreiert mit einem Softwareentwickler. Also es ist ein hauseigenes Programm. Mhm. Das zeigt auch wieder RepoPress. Wir versuchen vorwärts zu kommen in diesem Bereich. Wie schreibt man das, EduCert? Edu wie Education, Cert wie Certification. Ah, Cert, okay. Ja. Okay, Edu Cert, jawohl. Genau. Dann andere Software, die wir einsetzen tun, jetzt für uns intern, sind halt das ganze Magento-System für Pro-Seite, respektive für die Webseite, die eingesetzt wird, Shop online. Und ich persönlich arbeite noch gerne mit LinkedIn, einfach um können zeigen, was so im Unternehmen gemacht wird. Okay. Gibt es auch zum Thema Knoten oder Seilarbeiten, spezielle Apps? Ja, spannend, dass du das fragst. Wir brauchen relativ häufig in der Ausbildung 3D-Knot heisst das. Das 3D. Ist ein dreidimensionales Programm, eine App, die man gratis abladen kann, die zeigt, wie man Knöpfe machen tut. So gut. Weil das halt immer mal wieder gebraucht wird im Bereich von der Seilarbeit. Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt, wenn man mit euch Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am einfachsten? Ja, am einfachsten über die Webseite, das ist www.repopress.ch. Jawohl. Wenn ihr mich erreichen wollt, spezielle Fragen haben oder so, dann könnt ihr das auch ungeniert über LinkedIn machen. Okay. Roberto Raffaeli werden mich ziemlich sicher finden. Super. Gibt es jetzt zum Schluss noch irgendetwas, was du uns mitgeben möchtest? Ja, wir suchen jemanden. Also wir suchen jemanden, der begeistert ist, der mitmachen will in diesem Team und der auch die Lust hat, um etwas zu bewegen, mitbewegen und so Teil von dem Erfolg sein, von dieser Story von RepoPress. Wunderbar. Robi, vielen, vielen herzlichen Dank für das ganz wunderbare Gespräch und es ist schön, dass ich da bei euch im Thurgau sein darf. Danke dir vielmals und ja, ist lässig, bist du da und hoffentlich hat es jetzt viel Lernen gegeben während dem Interview. Genau.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.